Bei Uhren steht bei mir immer die Funktion im Vordergrund, das heißt die schnelle Ablesbarkeit der Zeit. Es gibt aber auch wenige Ausnahmen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute möchte ich euch eine typische Fliegeruhr von Sinn vorstellen, die 903 ST. Ich mag diese Uhr sehr, auch wenn sie hinsichtlich der schnellen Ablesbarkeit der Zeit für mich einige Defizite hat. Doch seht selber im Video. Hier ist sie, die 903 ST von Sinn. Ich blende euch hier die Daten zu der Uhr ein, denn ich möchte das nicht vorlesen, was man nachlesen kann. Im Übrigen sind die gesamten Daten auch auf der Homepage von Sinn zu finden. Neben der normalen Zeitanzeige mit Stunden, Minuten und Sekunden hat sie eine Datumsanzeige auf 4 Uhr sowie eine Stoppuhrfunktion mit den Totalisatoren in der typischen Trikompax-Anordnung. Das Besondere an der Uhr ist, dass sie darüber auch über eine Rechenschieberfunktion verfügt, die über die äußere Drehlünette eingestellt wird. Hiermit kann man Geschwindigkeiten, Verbrauch und andere Rechnungen durchführen. Leider sind die Zahlen so klein, dass ich sie selbst mit Lesebrille kaum ablesen kann. Ich mag an dieser Uhr besonders, dass sie ein wunderschönes Ziffernblatt hat und ein ausgesprochen abwechslungsreiches und interessantes Design hat. Leider kann ich sie nicht immer gut ablesen, wie anfangs erwähnt, weil die hellen Zeiger auf den hellen Totalisatoren kaum Kontrast bieten und da nun einmal knapp die Hälfte des Ziffernblattes von den Totalisatoren eingenommen ist, muss man schon einmal genauer hinschauen, um zu sehen, wie spät es ist. Von der Seite ist sie etwas klobig, aber das ist der Funktion geschuldet, dass sie wasserdicht ist. Und auch die Seite mit den Drückern zeigt sich in einem etwas interessanten und vielleicht auch sinnuntypischen Design. Montiert ist ein Band von Mais. Mal kurz gucken, ob ich das mit dem Licht etwas anders hinkriege. Ah, fuck, echt. Montiert ist ein Lederband von Mais Berlin. Welches zu der Uhr hervorragend passt und ihr ein schönes und auch sportliches Design verleiht. Wenn man ein schwarzes Band mit einer Kontrastnaht montiert, dann hat die Uhr vielleicht den etwas typischeren Fliegerlook, aber wirkt auch etwas strenger und weniger kontrastreich zum Band. Aber beides steht der Uhr ausgesprochen gut und ich trage sie auch gerne an beiden Bändern. Wie gesagt, eine Uhr, die ich sehr, sehr gerne trage, auch wenn sie auf den schnellen Blick nicht optimal ablesbar ist, dafür aber durch ihre Schönheit besticht. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer WatchMaxe.